Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 133 Schlafes Bruder, zweiter Teil. Gefolgt von seinen Leuten war Kingsley im zweiten Stock ins stockdunkle Zimmer eingetreten. Die Luft war abgestanden und es roch modrig. Es war jedoch angenehm warm und er ahnte, da hier kein Kaminfeuer entzündet worden war, dass die Wärme durch Zauberei entstanden sein musste. Sollte das Kind der einzige Eindringling sein, dachte Kingsley, dann könnte er diesen Raum ohne Sorge inspizieren. Aber es war sehr unwahrscheinlich, dass ein kleines Kind einen Wärmezauber beherrschen würde. Aufgrund der Dunkelheit konnte er allerdings nichts in diesem Raum erkennen, bis auf schattige Umrisse, die von Möbeln herrühren konnten. Nachdem all seine Leute in dieses Zimmer eingetreten waren und sich strategisch klug positioniert hatten, gab er ihnen ein Zeichen, zur gleichen Zeit einen Lumos anzuwenden, sodass das Zimmer auf drei auf einen Schlag erhellt wurde. Dem kleinen Mädchen war Tonks lautlos gefolgt. Aufgrund des im Erdgeschoss herrschenden Lichts konnte sie das Kind endlich besser sehen und auf drei oder vier Jahre schätzen. Immer wieder hielt die Kleine inne und blickte sich um oder lauschte angestrengt, und Tonks tat es ihr gleich. Der Weg führte das Kind in die Küche, die es sorgsam beäugte, bevor es einen Fuß hineinsetzte. Zielstrebig steuerte das Mädchen auf einen Vorratsschrank zu und öffnete ihn, um etwas zu entnehmen, was Tonks nicht sehen konnte, denn die Tür des Schränkchens war im Weg. Doch als die Tür wieder geschlossen wurde, da musste Tonks bis über beide Ohren lächeln, denn das Kind hatte einen großen, runden Keks stibitzt, den es mit solch inniger Bewunderung anblickte, dass Tonks für einen Moment die Ernsthaftigkeit des heutigen Auftrags vergaß und versehentlich an einen Stuhl stieß, der zwar nur kurz, aber dafür laut schabend über den Holzboden glitt. Das Mädchen drehte sich blitzschnell um und ließ zur gleichen Zeit den erbeuteten Keks fallen, während es mit angsterfüllten Augen auf den Stuhl blickte, der den Lärm verursacht hatte. Zwei Stockwerke über der Küche hatten die Auroren zeitgleich zwei Personen in einem Bett liegend ausmachen können. Beide bewegten sich augenscheinlich nicht. Aber trotz Lumos konnte man es nicht genau erkennen. Vorsichtig trat Kingsley an das Bett heran, während die anderen ihre Stäbe auf die Personen richteten. Außer Savage, denn der behielt den Rest des Zimmers und die Tür im Auge. Aus der Nähe konnte Kingsley erkennen, dass es sich bei der Person, die er eher nun am nächsten stand, um einen jungen, großgewachsenen Mann handelte, dessen dunkelhäutiges Antlitz mit seinen hohen Wangenknochen nur durch eine helle Narbe am Kinn in seiner vollkommenen Schönheit beeinträchtigt wurde. Daneben lag eine junge Frau mit rabenschwarzen Haaren, kräftigem Kinn und ebenso ausgeprägten Wangenknochen, was ihr Gesicht pausbäckig erscheinen ließ. Ihre Haut war unnatürlich grau, sofern man es bei dem spärlichen Licht erkennen konnte. Ihr Brustkorb bewegte sich nicht und ihr Mund stand ein wenig offen, genau wie ihre Augen. Kingsley schlussfolgerte daraus, dass die Frau verschieden sein musste. Doch der Mann neben ihr im Bett wirkte sehr lebendig, denn man hörte ihn sogar leise atmen. In der Küche starrte das kleine Mädchen weiterhin auf den Stuhl, der nicht mehr wie die anderen ordentlich an den Tisch gestellt war, sondern ein wenig schräg stand. Mit flinken Augenbewegungen suchte sie nach der Quelle des Geräuschs, doch sie fand nichts. Für einen Moment
wunderte sich Tonks darüber, dass das Kind die Augen geschlossen hatte. Doch wenig später kannte sie die Antwort, denn das Mädchen öffnete seine Augen wieder und fragte sehr neugierig, aber dennoch wispernd, als hätte sie niemals gelernt, ihre Stimme in normaler Lautstärke zu gebrauchen. Wenn du ein Geist bist, warum musst du dann Luft holen? Ohne auf die Uhr zu sehen, wusste Kingsley vom Gefühl her, dass seine Männer draußen mit ihrer Arbeit fertig sein mussten und 5 von ihnen, wie zuvor geplant, ebenfalls ins Haus kommen würden. Sein Zeitgefühl hatte ihn nicht betrogen, denn Munson war bereits im 2. Stock angelangt und nickte ihm wortlos zu, als er im Türrahmen stand. Die Sicherung des Hauses und die Barrikade möglicher Fluchtwege waren abgeschlossen. Lautlos kam Munson zu Kingsley hinüber, um Anweisungen entgegenzunehmen. Kingsley befahl ihm so leise, dass es kaum wahrzunehmen war. Prüft die anderen Räume in diesem Stockwerk und versiegelt den Dachboden, bevor wir... Ein heller Schrei war zu hören. Kingsley drehte sich um und sah Tracy von einem unbekannten Fluch und mit vor Schmerz verzerrtem Gesicht getroffen, zu Boden gehen. Der Mann im Bett hielt einen Zauberstab in der Hand und richtete ihn in Windeseile auf die Person, die ihm jetzt am nächsten war, obwohl er sie gar nicht sehen konnte. Kingsley blickte auf die Spitze eines Stabes, die auf ihn gerichtet war. In der Küche stehend blickte Tonks und auch das kleine Mädchen nach oben, obwohl sie durch die Decke hindurch nichts sehen konnten. Doch den Schrei hatten beide mit ungutem Gefühl wahrgenommen. Das Mädchen huschte leise an Tonks vorbei, die erst wieder ihre Augen von der Decke abwandte, als sie etwas am Arm gespürt hatte. Das Kind war bereits auf der Treppe in den 1. Stock, doch Tonks wollte sie nicht gehen lassen, falls es oben zu brenzlig werden würde, und so rannte sie ihr hinterher und umfasste sie von hinten. Das Mädchen kreischte aus voller Lunge, weil es von etwas Unsichtbarem gepackt worden war. Munson, der direkt neben Kingsley stand, hob in Windeseile seinen Arm und zielte. Doch mit den flinken Reflexen einer Raubkatze veränderte der dunkelhäutige Mann die Position seines Stabes um nur wenige Zentimeter und traf Munson mit einem wortlosen Fluch. Ohne Übergang war der ganze Raum abrupt in Rauchschwaden gehüllt, weswegen sich die Umrisse der unsichtbaren Auroren darin abzeichneten, und als Kevin einen wortlosen Entwaffnungszauber anwenden wollte, war der Dunkelhäutige im gleichen Moment verschwunden. Nur, um mit einem leisen Plopp an einer anderen Ecke des Raumes wieder aufzutauchen, damit er die Konturen, die Kevins Gestalt in den Rauchschwaden hinterließ, mit einem Fluch angreifen konnte. Kevin ging in dem gleichen Moment zu Boden, als alle Anwesenden ihren Zauberstab auf den jungen Mann richteten, doch der apparierte erneut innerhalb des Raumes. Von unten hörte man ein Kind lauthals kreischen, als würde es um sein Leben fürchten. Kingsley ließ den Rauch verschwinden. Proudfoot belegte den Raum mit einem Zauber, der die Flucht unmöglich machte, und Savage vereilte die Möglichkeit einer Apparition im Zimmer. Die 4 Auroren, die mit Munson ins Haus gekommen waren, stürmten das Zimmer und machten den jungen Mann am Fenster aus, der den Zauberstab blind auf vermeintliche Ziele im Raum richtete, denn die Auroren oder ihre Silhouetten konnte er nicht mehr sehen. Ohne Frage aber sehr gut hören, auch wenn sie sich noch so rückverstellten. »Verschwindet, ihr Schweine! Wir haben nie jemandem etwas getan!« schrie der junge Mann, der sich nun arg in die Enge getrieben fühlte. Proudfoot, Savage und eine weibliche Aurorin namens Crystal Nash zielten auf den Dunkelhäutigen und sagten gleichzeitig »Expelliarmus!« Gegen die 3 Angreifer konnte sich der junge Mann nicht zur Wehr setzen. Nachdem er seinen Stab an einen der Unsichtbaren verloren hatte, begann er mit einem Male am ganzen Leib zu zittern, denn ohne einen Zauberstab waren die meisten Zauberer völlig hilflos. Gleich als man ihn entwaffnet hatte, wurde er mit magischen Fesseln bewegungsunfähig gemacht,
was ihn nicht davon abhielt, sich die Lunge aus dem Hals zu schreien. Vor Angst, wie Kingsley zu wissen glaubte. Eine tiefe, körperlose Stimme erklang im Raum und sagte: Wir sind Auroren des Ministeriums. Sie werden dazu angehalten, jeden Widerstand aufzugeben und sich verhaften zu lassen, damit ihre Identität geklärt werden kann. Der junge Mann atmete so heftig, dass ihm schwindlig wurde und er zu schwanken begann, sodass Kingsley diesen Moment wählte, um den Desillusionierungszauber an sich selbst und den anderen Auroren aufzuheben, damit der Überwältigte seinen Gegner überhaupt sehen konnte. Kingsley staunte, als der junge Mann aufgeregt atmen wissen wollte. Wo ist meine Tochter? Eine Antwort blieb er ihm schuldig, denn er kümmerte sich zuerst um Kevin, der sich bereits von dem Fluch erholt hatte und sich, wenn auch nur wackelig, allein auf den Beinen halten konnte. Auch Tracy hatte das Bewusstsein wiedererlangt, wie auch Munson, der vorhin neben Kingsley gestanden hatte. Überrascht darüber, dass seine Teammitglieder wohl auf waren, blickte er den Gefesselten mit hochgezogenen Augenbrauen an, bevor er fragte: Verteidigung gegen die dunklen Künste? Mit wem dachten Sie, hätten Sie es zu tun? Hauchend und mit den Nerven am Ende antwortete der Gefangene: Todesser. Todesser? Verstecken Sie sich vor denen? Wollte Kingsley wissen und sein Gegner nickte. Warum hier? Gerade hier, zischte der junge Mann gereizt, doch er ging nicht ins Detail. Wo ist meine Tochter? Keine Sorge, sie wird bei einer unserer Aurorinnen sein, entgegnete Kingsley gelassen, der 6 Auroren seines Teams anwies, noch den Dachboden abzusuchen. Ist noch jemand außer ihnen hier? Fragte Kingsley gleich darauf, während er sich dem jungen Mann näherte, der nun trotz seiner dunkleren Hautfarbe erschreckend blass aussah. Der junge Mann schüttelte den Kopf, bevor er forderte: Bringen Sie meine Tochter her. Ich glaube nicht, dass Ihre Tochter weiterhin das. Er blickte zum Bett hinüber, in dem der bewegungslose Frauenkörper lag. Sehen sollte. Sie und Ihre Tochter werden mit uns kommen. Aber... Der junge Mann hielt inne und blickte zum Bett hinüber. Sie kann nicht hierbleiben. Sie braucht mich. Kingsley konnte nicht einmal erahnen, was der junge Mann durchlebt haben musste, dass er so verwirrt schien. Die Mitarbeiter vom Mungus werden die Leiche abholen und... Nein, sie ist nicht tot, wollte der junge Mann ihn aufgebracht weismachen. Irritiert blickte Kingsley erneut zu dem Bett hinüber. Die Haut der Frau war gräulich. Ihr Brustkorb bewegte sich nicht und würde sie nur schlafen, dann musste sie einen sehr festen Schlaf haben, dass sie von dem Lärm des Kampfes nicht erwacht war. Sie sind verwirrt, junger Mann. Kommen Sie. Kingsley hatte seinen Zauberstab gezogen und wollte soeben den Mobil Corpus verwenden, um den Gefangenen in der Luft schwebend antransportieren zu können. Da widersprach er erneut. Um Himmels Willen, glauben Sie mir doch, sie ist nicht tot. Ich kann sie nicht einfach hier lassen, sagte der junge Mann völlig entrüstet. Hören Sie, begann Kingsley besonnen. Dass der Gefangene mit einem wortlosen Zauberspruch die magischen Fesseln zwar nicht vollständig hatte lösen können, aber durchaus an seinen Händen gelockert hatte, war Kingsley leider entgangen. Als der junge Mann mit einem Male mit den Fäusten auf ihn einschlug, da reagierte Tracy als Erste und sie versteinerte den Gefangenen mit einem Petrificus Totalus. Auf dem Grundstück hatten sich die Auroren nach einer gründlichen Durchsuchung des Hauses zusammengefunden und sie unterhielten sich aufgeregt über das, was geschehen war. Kingsley ersperrte Tonks ein wenig abseits. Sie hielt das kleine Mädchen im Arm, welches sie mit ihrem Umhang wärmte, denn es war bitterkalt. Hallo, King, sagte Tonks trübsinnig, denn es hatte ihr im Herzen wehgetan, das Kind so erschreckt zu haben. Um sie zu beruhigen, hatte Tonks sie vorhin auf den Arm genommen, war ins Freie gegangen und hatte den Desillusionierungszauber aufgehoben, sodass das Mädchen keine Angst mehr haben würde.
Das Mädchen in Tongs Armen machte ein ganz trauriges Gesicht und die Augen und Wangen waren feucht. Es musste eine ganze Weile fürchterlich geweint haben, wovon es jetzt müde war. »Hallo, Kleine«, sagte Kingsley mit freundlicher, ruhiger Stimme. Doch das Kind schaute ihn nicht an, sondern vergrub sein Gesicht in den Falten von Tongs Umhang. »Wie heißt du?« wollte Kingsley wissen, doch auch da zierte sich das Kind, eine Antwort zu geben. Tongs machte mit einem Gesichtsausdruck deutlich, dass auch sie noch nicht den Namen des Kindes erfahren hatte. »Kingsley«, hörte man eine raue, alles übertönende Stimme rufen. Als Kingsley und Tongs sich umdrehten, erkannten sie Alistair, der mit seinem Gehstock auf sie zuhinkte. »Kingsley, warum bin ich nicht informiert worden?« meckerte Alistair, als er die beiden erreicht hatte. »Du bist seit Jahren im Ruhestand, Alistair«, erinnerte Kingsley ihn gelassen. »Was aber nicht heißt, dass ich drauf verzichten möchte, den Lestrange-Brüdern das Fell über die Ohren zu ziehen, wenn sich die Gelegenheit bietet, das nächste Mal.« Alistair hielt inne, weil er bemerkt hatte, dass das Kind in Tongs Armen wegen seiner herrischen Stimme zusammengezuckt war. »Oh, war seine Entschuldigung. An das Mädchen herantretend, fragte Alistair etwas freundlicher, aber in den Augen des Kindes wahrscheinlich noch immer viel zu angsteinflößend. »Wer bist denn du?« Das Mädchen blinzelte hinter dem Umhang hervor und als sie Alistairs verstümmeltes Gesicht erkannte, die fehlenden Teile der Nase, die vielen Narben und das rotierende magische Auge, da presste das Kind sein Gesicht erschrocken in Tongs Halsbeuge. »Brauchst keine Angst zu haben, Mädchen«, sagte Alistair sehr viel ruhiger und das Mädchen drehte daraufhin seinen Kopf und schaute mit nur einem Auge zu dem hässlichen Mann, dessen Lächeln ihn nicht ein kleines bisschen sympathischer erscheinen ließ. Alistair tippte mit dem Zeigefinger oberhalb seiner Wange und deutete damit auf sein falsches Auge, bevor er sagte, »Weißt du, was das ist?« Das Mädchen schüttelte zaghaft den Kopf, sodass Alistair erklärte, »Das ist ein magisches Auge. Weißt du, was das kann?« Wieder verneinte die Kleine kopfschüttelnd. »Damit kann ich in die Zukunft sehen«, log er aufmunternd. »Und ich sehe, dass alles gut werden wird.« Das Mädchen begann zaghaft zu lächeln, denn es wollte dem Mann glauben. »Also Kopf hoch, meine Kleine«, sagte er ermutigend, bevor er Kingsley am Oberarm packte und ein paar Schritte mit ihm ging. »Also, wen habt ihr geschnappt?« fragte Alistair enthusiastisch. »Einen jungen Mann, der sich laut seiner Aussage vor Todessern versteckt gehalten hatte, dann sein Kind und die Leiche der Mutter«, zählte Kingsley auf. »Leiche? Wo habt ihr die gefunden?« Kingsley erkannte, dass Alistair sehr skeptisch war. Er atmete einmal tief ein, bevor er antwortete. »Sie lag im Bett neben dem jungen Mann. Ich vermute aber, das werden die Heiler im Mungus feststellen müssen, dass der Gefangene psychisch gestört ist. Ich gehe davon aus, dass auch das Kind für eine lange Zeit mit der Verstorbenen konfrontiert worden war.« Einige Geräusche kündigten die angeforderten Medi-Magier des Mungus an, denen Kingsley Anweisungen geben musste. »Wenn du mich einen Moment entschuldigst, Alistair«, sagte Kingsley, bevor er die Organisation des Abtransports übernahm. Alistair schaute ihm hinterher, bevor er sich umdrehte und sein Blick erneut auf Tongs und das Kind fiel, denen er sich näherte und als er nun nur noch wenige Meter von ihnen entfernt war, hörte er die zittrige Stimme des Mädchens. »Wo ist meine Mama und mein Papa?« Ohne zu fragen, sprach Alistair einen Wärmezauber um Tongs herum, bevor er forderte. »Erzähl mir von deiner Mama.« Noch immer
war dem Mädchen nicht geheuer, doch sie antwortete nichtsdestotrotz. Sie schläft viel. Tonks hatte offensichtlich noch nicht erfahren, was Kingsley im Bett neben dem Gefangenen gefunden hatte, denn vor dem Kind hatte er nicht von der Verblichenen reden wollen, wie Alistair vermutete. Sie schläft viel? Fragte er gespielt erstaunt nach. Das Mädchen nickte heftig, sodass er wissen wollte. Ist sie so müde? Wie lange schläft sie schon? Schon immer, antwortete die Kleine knapp, weswegen Alistair vermutete, dass das Kind seine Mutter nie anders kennengelernt hatte. Schon immer? Das ist aber viel zu lange, sagte er. Sie hat sich in den Finger gestochen und ist eingeschlafen, erzählte das Mädchen müde. Gestochen? Wiederholte Alistair fragend. Na, wie Dornröschen, sagte sie langgezogen und nörgelnd, weil sie nicht zu verstehen schien, warum er ihr nicht folgen konnte. Soweit zu unserer heutigen Episode von Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, damit du keine Folge mehr verpasst.